Hallo und recht herzlich willkommen hier aus dem Wald. Es ist bestes Winterwetter, wie ihr seht, und ich bin gerade dabei, hier ein wenig den Wald zu erforschen. Was heißt erforschen, aber zu erkunden, weil ich dieses Stückchen noch nicht kenne. Jetzt bin ich ein Stück abgesackt. Aber worum wird es heute gehen? Heute wird es um Karten gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich aus diesem Teil Karten jetzt einen gesamten Teil mache oder ob ich erst den Teil Theorie und Kartenübersicht mache und dann die Kartenarbeit. Werde ich spontan beim Schneiden entscheiden. Aber heute geht es eben um Karten. Karten allgemein, topografische Karten und dort. So, wenn dich das interessiert, dann bist du genau richtig hier. By the way, mein Name ist Sven Ruppert, ich komme aus der Region Braunschweig, bin hier gerade im Harz unterwegs. Bestes Winterwetter, wie du siehst. Und wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist, dann ein ganz recht herzliches Willkommen. Es ist mir wirklich eine Freude, dich hier begrüßen zu dürfen. Und dementsprechend, ja, wenn dir das Ganze gefällt, nicht nur einen Daumen hoch, sondern gib mir doch bitte ein Abo. Dich kostet nichts, mich macht's fröhlich. Das ist ein kleines Dankeschön für die Mühen, die ich mir gebe. Und dann wollen wir auch nicht lange drum herum reden, weil heute geht's in der Navigationsreihe weiter, und zwar mit dem Teil Karten. So, was sind denn eigentlich Karten? Karten kennt jeder irgendwie, hat jeder schon mal gesehen, aber es gibt sehr, sehr unterschiedliche Karten und es gibt auch verschiedene Anforderungen an die Karten. Also prinzipiell ist eine Karte erst einmal ein zweidimensionales Gebilde. Meistens gibt es auch 3D-Karten, aber wir gucken uns jetzt die 2D-Karten an. Also ein zweidimensionales Gebilde, auf dem ich einen dreidimensionalen Sachverhalt abbilden möchte, nämlich Gräben, Berge, Hügel, was auch immer. Ja. So, und jetzt gibt es eben verschiedene Typen von Karten. Und da muss man sich auch so ein bisschen mit auseinandersetzen, damit man auch sieht, sag mal, was für Kartentypen gibt es und wofür sind die denn dann eigentlich da. So, und zwar, es gibt zum Beispiel ganz klassisch, kennen wir vielleicht noch aus dem Schulunterricht, so diese thematischen Karten. Das heißt, da habe ich dann geografische Abbildung, also das, was ich eigentlich auf einer Karte möchte, also eine geografische Abbildung. Und dann habe ich da verschiedene Themen drauf. Politische Karten, Wirtschaftskarten, weiß was ich was. Also irgendwelche Sachen. So, da liegt der Schwerpunkt natürlich auf der schematischen Darstellung der geografischen Verteilung, aber nicht so sehr auf der Präzision der Karte. Also es geht nicht darum, den Fluss ganz genau zu zeigen oder die Proportionalitäten einzuhalten und Ähnliches. Sondern es geht eher darum, irgendeinen Sachverhalt zu einer geografischen Position zu verorten. So. Jetzt gibt es aber auch Karten, die sind gar nicht von diesem Planeten, sondern es gibt Karten zum Beispiel von der Mondoberfläche, teilweise von der Marsoberfläche. Die lassen wir natürlich jetzt aus, also alles, was irgendwie von diesem Planeten weg ist. Wir kümmern uns ausschließlich um Karten, die also wirklich versuchen, Dinge dieser Erde hier darzustellen. So. Und dann gibt es natürlich neben diesen thematischen Karten auch Karten, die eben für die Navigation da sind. Und da gibt es eben unterschiedliche Arten, wie man das aufbaut oder unterschiedliches Material, was zur Grundlage hier dient. Wichtig ist aber, dass man immer im Klaren darüber ist, ist diese Karte denn jetzt in irgendeiner Weise für eine Navigation geeignet? Und teilweise sehen Karten relativ gut aus, sind dann aber nicht für die Navigation vorgesehen. Also auch wenn es noch so abstrus klingt, aber ich habe schon in einigen Gebieten dann wirklich Leute gesehen, die haben dann, also es war jetzt nicht mitten in der Wildnis, aber das war so ein bisschen weiter draußen im Feld und die hatten halt noch so eine Karte und da war so schematisch irgendwas drauf und dann guckst du, da so drauf stand sogar extra so zur Navigation nicht vorgesehen oder dies ist nur, weiß ich nicht, ne, irgendwie da ein Bild. Ne. Und da fangen die Leute an mit zu navigieren. Und das geht natürlich schief. Also wir kümmern uns hier ausschließlich jetzt im Nachfolgenden um Karten, die für die Navigation dann gedacht sind. So, und jetzt gibt es verschiedene Anforderungen an Karten. So, und eine Karte, eine Anforderung an die Karte ist natürlich, sie muss lesbar sein. So, das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt. Aber es gab zum Beispiel bei der polynesischen Navigation diese Stabkarten, also die Karten der Polynesier. Und dort hatten sie also sehr, sehr filigran Informationen memoriert über, wie komme ich von einer Insel zur nächsten und wie navigiere ich teilweise über hunderte von Kilometern übers Meer. Und diese Karten, das waren so Stäbe und die wurden dann zusammengebunden mit so Kokosfasern und die waren in einer bestimmten Anordnung dann gebracht. Aber diese Karte konnte immer nur gelesen werden von dem, der sie entwickelt hat, also der sie erzeugt hat, um damit eben Informationen zu memorieren, also zu merken. Oder wenn er sie jemandem anderen zum Lesen gegeben hat, also wenn er eine Einweisung gegeben hat.
Karten, die wir zur Navigation benutzen, müssen natürlich jetzt allgemein lesbar sein. Das heißt also, sie entsprechen gewissen Normen, sie haben bestimmte Piktogramme. Und auch hier muss man sich im Klaren darüber sein, dass es natürlich schon ein Unterschied ist, ob ich jetzt eine Karte aus Deutschland habe, aus Spanien oder aus zum Beispiel Russland. Weil auch die Beschriftung, der ganze Kram, sollte natürlich so sein, dass ich das lesen kann. So. Und dementsprechend ist also die Lesbarkeit eine durchaus valide Anforderung an Karten und in gewissen Teilen gegeben, aber nicht immer. Und da muss man halt sich ein wenig mit beschäftigen. Aber das Gute ist, sehr, sehr viele Informationen auf der Karte sind eben durch Piktogramme oder Zeichen erklärt. Und dementsprechend, wenn man gelernt hat, Karten zu lesen, wird man da relativ schnell mit klarkommen. So, jetzt gibt es allerdings auch Besonderheiten bei Karten, und zwar, dass die Fehler haben. Und da gibt es einige Fehler, die sind sogar absichtlich. Und zwar spreche ich hier erstmal von einem sehr marginalen Fehler, der meistens bei der Navigation keine Rolle spielt, aber der eben vorhanden ist. Und zwar ist es der Fehler, weil ich Copyright schützen möchte. Es gibt also durchaus falsche Straßen oder ein falsches Gebäude oder irgendwas, was da absichtlich in die Karte eingebaut worden ist, um schlicht und ergreifend diese Juristerei dann zu unterstützen. Das heißt, wenn jemand diese Karte genommen hat, sie kopiert hat und dann unter eigenem Namen verkauft oder ähnliches, dass man sagen kann, hier ist ein Fehler und dieser Fehler wurde mitkopiert. Im Allgemeinen ist es total egal, weil die Karte hat ja auch noch andere Unschärfen, nämlich zum Beispiel, dass sie veraltet. Ja, also das heißt durch die Veränderung in dem Umfeld an sich. Aber dieses Einfügen von Fehlern, das ist durchaus gang und gäbe, auch in deutschen Karten. Und wenn da mal etwas ist, was überhaupt gar nicht da reinpasst und auch so völlig unmotiviert ist, wie da ist eine Straße, die soll da sein, aber sie gibt es einfach nicht, dann kann es sich darum handeln. Ja, und da gibt es natürlich noch anderes, was die Karte verfälschen kann. Eine ganz triviale Sache ist natürlich, Karten können veralten. Das heißt also, die Veränderung in der Natur oder die Veränderung durch bauliche Maßnahmen und Ähnliches ist natürlich auch Teil dessen, was eben eine Karte, sagen wir mal, in gewissen Weisen dann auch verändert. Allerdings können dann so Informationen sein, hier ist ein Laubwald, man kommt hin und es ist nur noch eine Wiese. Weil Laubwald ist da halt nicht mehr, weil Laubwald wurde aus welchem Grund auch immer entfernt. So. Das gibt es natürlich, also sprich auch solche baulichen Dinge wie, da war ein Gebäude, das Gebäude ist nicht mehr da, da ist ein Sendemast, den Sendemast gibt es nicht mehr. Also Punkte, die man später zum Triangulieren nehmen möchte, die also auf der Karte noch verzeichnet sind. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Land ich mich befinde. Aber hier in Deutschland, wenn man die amtlichen Karten nimmt, da komme ich gleich nochmal zu, dann sind die Informationen normalerweise sehr, sehr akkurat. Ja, so, das ist auf jeden Fall, aber achtet so ein bisschen auf die Aktualität der Karten. Es gibt aber noch etwas anderes, was man hier bedenken muss, und das ist das absichtliche Verzerren, und zwar auch in amtlichen Karten. Und zwar hat es damit zu tun, dass wenn ich jetzt in einem Gebiet bin, ich befinde mich jetzt in einem großen Gebiet und auf einmal ist da eine militärische Anlage oder eine Infrastruktur, die neuralgisch ist, also für ein bestimmtes Gebiet, für ein Land, nationale Sicherheiten, was auch immer, kommt so ein bisschen darauf an, in welchem Land man sich da bewegt. Da kann es sein, dass die Karten entweder stark verzerrt sind, sodass man eben bestimmte Begebenheiten damit überlappt und wegmacht, oder aber, dass man die Karten wirklich absichtlich zur Navigation unbrauchbar macht in diesem Nahbereich. Und das hat damit zu tun, dass Koordinaten auf einmal nicht mehr übereinstimmen. Also man hat den Fluss hier, aber das passt mit GPS-Signalen nicht mehr zusammen oder die Ausrichtung stimmt nicht ganz und so. Das kann durchaus sein, dass man dann sich in der Nähe von militärischen Anlagen befindet. Und das können einige Quadratkilometer sein, die da wirklich absichtlich eben falsch gemacht worden sind, also verfälscht worden sind. So. Und das kommt immer darauf an, in welchem Land man sich befindet. Da kann das unterschiedlich sein. Aber zum Beispiel in Schweden, man bewegt sich mitten durch den schwedischen Wald und denkt, meine Güte, hier ist wirklich gar nichts. Und auf einmal merkt man, oh, hier ist ja eine Kaserne mitten im Wald oder ein Flugfeld. Es gibt auch teilweise Flugfelder mitten im schwedischen Wald. Manchmal findet man die per Google Maps mit Satellitenbildern noch. Aber wie gesagt, und da kann es eben sein, dass Karten absichtlich verzerrt sind. Man muss nur im Hinterkopf behalten, dass man damit dann umgehen kann. So, eine Sache, die natürlich auch wichtig ist, dass Karten regionale Unterschiede aufweisen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem also sehr starken Vegetationsgebiet bin mit Sümpfen und Ähnlichem, da wird natürlich darauf das Augenmerk sein. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Alpenkarte oder Karte von den Alpen nehme, also wirklich von dem Gebirge, da werden natürlich andere Informationen wesentlich stärker hervorgehoben. Und da ich natürlich nur einen endlichen Vorrat an Informationen pro Quadratzentimeter habe, was ich sinnvoll darstellen kann, werden da natürlich Verallgemeinerungen getroffen.
kaufen. Das bedeutet, in den Bergen kann es durchaus sein, dass ich sehr, sehr fein granular diese Höhenlinien drin habe, während sie zum Beispiel in Regionen, wo es sowieso nur 5 Meter hoch oder 5 Meter runter geht, darauf dann eher verzichten werde. Das heißt, wenn ich zum Beispiel solche Höhenlinien sehe, dann muss ich mir immer auch noch angucken, sag mal, über welche Höhenunterschiede unterhalten wir uns da. Auch dieses ist regional unterschiedlich in Form von unterschiedliche Länder. Also wenn hier in Deutschland, was ich, eine Höhenlinie im Durchschnitt 10 Meter sind, kann das in Schweden vielleicht 30 sein oder in Spanien vielleicht 15. Das muss man bei der jeweiligen Karte eben heraussehen. So, also dementsprechend achtet auf die geografischen Besonderheiten und dann passt euch nochmal an, so von dem, was ihr erwartet, was ein Piktogramm oder was eine Linie, was ihr dann darstellt, dass ihr da in der Legende nochmal nachschaut. Schauen wir uns dann aber an, wenn man dann so eine Karte uns, also wenn wir uns die wirklich mal anschauen und dann die einzelnen Bestandteile einer Karte durchgehen. So, dann gibt es natürlich noch Karten, die für unterschiedliche Einsatzgebiete gemacht worden sind. Das heißt, also hier spreche ich nicht von unterschiedlichen Ländern oder sonst was, sondern für die Navigation wirklich vorgesehene Karten, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkt. Und da ist zum Beispiel eine Karte, die man sehr schnell antreffen wird, oder ein Kartentyp, das sind Wanderkarten. So, ich habe ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu Wanderkarten, und zwar aus folgendem Grund. Diese Wanderkarten sind für touristische Zwecke, sind meistens auch von den jeweiligen Tourismuseinrichtungen dann herausgegeben oder von Verlagen, die das Ganze machen. Und diese Karten werden vom Informationsgehalt her angepasst. Angepasst bedeutet, dass ich hier einen typischen Wanderer im Kopf habe, der mit, was weiß ich, Turnschuhen auf den Wegen von Gaststätte zu Gaststätte läuft. So. Und da kommen dann so Informationen rein wie die Öffnungszeiten, dann noch, ob es ein veganes Restaurant ist oder ja, also solche Informationen. Also da werden sehr viele Informationen in diese Karte reingemacht mit Piktogramm, mit Aussichtspunkt, mit Fotopoint, mit Tod und Teufel. So. Das Problem ist nur, dass ich dann natürlich andere Informationen rausnehmen muss, weil nämlich, wenn ich da so ein fettes Piktogramm mit so einem Infopunkt dahin habe oder nochmal Informationen da reinklebe, dann muss ich andere Informationen rausnehmen. Das heißt, sie reduzieren dadurch normalerweise die Geländeinformationen, und zwar drastisch. Das heißt, man hat kaum noch Vegetationsinformationen, kaum noch Höhenprofile. Man hat also all diese Geländeinformationen, die werden dann meistens dann sehr stark reduziert. Und es gibt noch einen Punkt, bei dem muss man wirklich aufpassen. Und zwar, so eine Wanderkarte, die beruht ja auf irgendeinem Kartenmaterial. Und das sind oftmals die amtlichen topografischen Karten, da kommen wir gleich zu. Und diese amtlichen Karten, die werden ja in regelmäßigen Abständen herausgegeben. Dann nehmen die sich ein, so eine Karte, und dann arbeiten die in diese Karte hinein. So, das kann eine Quelle sein. Oder es kann eine Quelle sein wie OpenStreetMap, ja, also ein freies Kartenmaterial. Für die reinen Wanderkarten ist OpenStreetMap und Ähnliches durchaus ausreichend, weil ich ja nur über die Wege navigieren soll. Es ist ja nicht so, dass ich hier querfeldein durchlaufe und Informationen brauche. Aber je nachdem, was Sie da genommen haben, muss man dann nochmal schauen, nicht nur auf das Herausgabedatum dieser Karte, also diese Karte wurde aus sich dieses Jahr hier herausgegeben, sondern man muss eigentlich wissen, wie alt ist denn das Kartenmaterial, was die Grundlage davon war. Und ich habe schon leider Gottes von Touristeninformationen Wanderkarten in den Fingern gehabt, und da stellte sich heraus, dass es auf über 10 Jahre alten topografischen Karten beruhte. Die Wege waren da noch so drin, aber da waren noch sehr, sehr viele Sachen eben schon nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollten. So, das heißt, die veralten relativ schnell. Hier in Deutschland ist es so, in anderen Ländern ist es auch so. Also da muss man wirklich aufpassen, wer ist eigentlich der Pfleger, was ist das Kartenursprungsmaterial. So, wenn man sich nur auf den Wegen bewegt, dann sind diese Informationen natürlich sinnvoll, weiß ich, die Öffnungszeiten und weiß ich nicht, die Piktogramme von den Wegmarkierungen und was nicht alles. Ja? Aber nicht für die Navigation im Feld. So, nachdem wir die Wanderkarten hatten, dann kommen wir jetzt zu den anderen, und zwar den topografischen Karten. Und da gibt es eben auch verschiedene Ausprägungen von. Also, was ist eine topografische Karte? Eine topografische Karte konzentriert sich rein auf die Geländemerkmale. Das heißt, Höhenlinien, Bodenbeschaffenheit, Gewässerformationen, Flussrichtung, ehemalige Stollen, eine Kirche, ein Sendemast. Lauter so ein Zeug, teilweise auch Bewuchs, also Laubwald, Nadelwald, Mischwald,
All solche Sachen sind da eingezeichnet. Da sind natürlich auch oftmals so Sachen eingezeichnet wie Naturschutzgrenzen, Vogelschutzgebiete und ähnliches. So, diese Karten eignen sich hervorragend für die Navigation im Gelände, weil sie nämlich auch genau dafür gemacht worden sind. Jetzt gibt es da verschiedene Versionen von. Und zwar gibt es auch mal die zivilen und die behördlichen Ausgaben. Die zivilen sind die, die wir hier in Deutschland bekommen. In manchen Ländern bekommt man auch die militärischen, da komme ich gleich nochmal zu. Aber die zivilen Karten, die werden von den Landesvermessungsämtern rausgegeben. Und die Landesvermessungsämter, die aktualisieren relativ zügig ihre Karten und die sind sehr, sehr akkurat. Wir werden später noch auf die Maßstäbe zu sprechen kommen, aber wenn man da zum Beispiel eine topografische Karte 1 zu 25.000 hat, dann hat man da ein sehr, sehr, sehr detailliertes Bild über die Geländeinformationen und damit kann man wirklich hier so quer durchs Gelände dann auch marschieren und navigieren. Ja? Und man kann auch sehr gut die Routen vorbereiten und planen, weil man eben rein den Fokus auf die Geländeinformation hat. Hier gibt es sicherlich Unterschiede im Schwerpunkt, auch wieder geografisch, regional. Also das muss man so ein bisschen im Kopf haben. Aber die amtlichen Karten sind relativ gut und ein so ein Kartenblatt, das heißt also 1 zu 25.000, eine TK25-Karte, die kostet meistens beim Landesvermessungsamt so um die 5 Euro gedruckt, gefaltet und da kommt noch irgendwie 1 Euro Versand dazu. Das heißt, wenn man da so ein gesamtes Gebiet abdecken möchte, dann kann man da, was weiß ich, ein paar Euro in die Hand nehmen und da hat man wirklich teilweise ein, 2 Jahre alt maximal die Geländeinformationen auf Papier farblich gedruckt, gefaltet, mit allem, was man sich da so vorstellt. So, mit diesen Karten kann man arbeiten. Aber wie gesagt, in Deutschland gibt es ja ausschließlich die zivilen Versionen davon. Ja, jetzt gibt es in manchen Ländern auch die Möglichkeit, nicht klassifizierte militärische Karten zu bekommen. Und die haben noch ein paar extra Informationen dabei, die meistens bei den zivilen Karten fehlen. Und das ist alles im Bereich zum Beispiel Bodenbeschaffenheit und ähnliches. Das heißt, ich glaube, in Spanien habe ich sie, ja, in Spanien habe ich sie bekommen. Und naja, muss man halt rausfinden, in welchen Ländern die frei verkäuflich sind. Und da kann man dann, wie gesagt, nicht nur die amtlichen zivilen, sondern auch die militärischen haben. Die würde ich dann sogar noch bevorzugen. Man muss nur ein bisschen aufpassen, so, ne, welche Gradzahl angegeben ist und so, aber die arbeiten alle mit UTM-Gitter. Aber dann habe ich teilweise, wie gesagt, noch Informationen über Bodenbeschaffenheit und Ähnliches da drin. Ja, also wie gesagt. Ich habe zur Vollständigkeit halber gesagt, zivil- und militärische Karten, topografische Karten. Aber es gibt ja nicht nur topografische Karten oder gemalte Karten. Es gibt auch noch andere. So, jetzt gibt es auch noch Karten, die auch noch analog sind, aber die nicht gezeichnet sind, nicht topografisch sind. Und das sind Luftbilder. Es gibt Luftbildkarten. Ja? Also da gibt es verschiedene Versionen von. Aber die sind natürlich, nachdem es dann irgendwann die Balance und die Luftfahrt gab und dann irgendwie die motorisierte Luftfahrt vor allen Dingen jetzt nach vorne getrieben, hatte man natürlich auch die Idee, ich kann doch eigentlich mit so einem Flugzeug jetzt übers Gelände fliegen und Fotos machen und dann habe ich ja eine Karte. Und das ist auch so. Und da gibt es eben auch verschiedene Varianten. Es gibt auch freie Varianten davon. Und diese Luftbildkarten, die haben natürlich keine Informationen wie Höhenbilder oder so. Aber je nachdem, wie aktuell die sind, haben die natürlich ganz andere Informationen. Also die Dichte der Vegetation, was für ein Vegetationstyp und so weiter. Oder sehe ich da irgendwelche freien Flächen? Und also wie sieht es mit dem Wasser aus? Und also ganz, ganz, ganz viele Informationen kann man da rauslesen aus diesen Bildern, je nachdem, wie hochauflösend diese Fotos sind. Man muss halt nur aufpassen, was die Art der Luftaufnahme angeht. So, da komme ich jetzt gleich zu. Und zwar, wenn man jetzt darüber fliegt, dann muss man sich ja vorstellen, also wenn ich sehr niedrig fliege, dann habe ich nur einen sehr, sehr kleinen Ausblick. Jetzt fliegt man also immer höher, weil man möchte ja ein größeres Bild machen. Und jetzt nimmt man die Kamera und setzt die senkrecht runter. So, also hier ist der Boden und jetzt fliegt das Flugzeug und macht hier senkrecht in der Position dann ein Bild. Und dann merken die sich die Position, also in regelmäßigen Abständen, machen die 1, 2, 3, machen die also lauter Bilder. Und die fotografieren von oben runter. Jetzt sind die ein bisschen höher. Das heißt, dieser Kegel, den sie da beobachten, der hat damit zu kämpfen, dass du Verzerrung hast bei dem Bild. Das heißt, durch die Erdkrümmung und durch die Höhe und durch den Winkel und durch das Belichten sozusagen, nicht von senkrecht, sondern von oben und so weiter, da hast du natürlich Verzerrung in diesen Bildern drin. So, und deswegen sind die einfachen Senkrechtaufnahmen, so nennt man das, für die Navigation nur begrenzt von, sagen wir mal, Nutzen, weil ich ja dort auch, wenn ich ein großes Gebiet eben abdecke, dass ich da eben dann auch
diese Verzerrung rausrechnen müsste, wenn ich jetzt denn auf diesem Bild arbeite. So, und da gibt es dann die nächste Stufe, also nicht nur von den senkrechten Bildaufnahmen, also vom senkrechten Aufnahmen, sondern es gibt die nächste Stufe und das sind die verzerrungsfreien Bilder. Das heißt, da wurde also aus diesem Bild, was gemacht worden ist, wo die Verzerrungen drin sind, das wurde jetzt wieder planar gerechnet, das wurde also gerade gerechnet und da sind diese Verzerrungen erst einmal möglichst gut rausgerechnet. Aber auch da habe ich immer noch, sagen wir mal, Verzerrungen oder Verschiebungen, die es nicht so angenehm machen bei der Navigation. Das heißt also die senkrechten entzerrten Bilder, die man da hat. So, also kommen wir jetzt zu den Orthofotos. Also, wenn ihr erst diese Fotos, die einfach senkrecht aufgenommen worden sind, da waren die Verzerrungen dran, dann hatten wir die entzerrten Bilder. Das Problem ist, dass die aber noch nicht maßstabsgetreu sind. Und jetzt mache ich eben die Orthofotos, das heißt, ich nehme immer zwei Fotos auf und dann kann ich die gegeneinander verrechnen. Und es werden dann auch noch markante Georeferenzpunkte genommen, um das Ganze dann, sagen wir mal, noch maßstabsgetreu oder noch weiter zu entzerren. Das heißt, also, mehrere Fotos werden zusammengefasst, abgeglichen mit Referenzpunkten und dann habe ich eben nicht nur verzerrungsfreie, sondern auch maßstabsgetreue Fotos und die nennt man Orthofotos. Diese Orthofotos kann ich für die navigatorische Arbeit wie eine Karte benutzen. Also wirklich, ich kann Abstände messen, ich kann Winkel messen, ich kann Koordinaten übertragen. Da kann man auch sehr einfach ein UTM-Gitter drüber legen. Und das Schöne ist, dass diese Orthofotos mittlerweile von manchen Bundesländern frei verfügbar sind. So, diese Orthofotos werden meistens im Abstand von, sagen wir mal, ein, zwei, maximal 3 Jahren so gemacht, was ich gesehen habe. Das heißt, diese Luftaufnahmen, die man da hat, die sind teilweise wirklich 1 Jahr gerade mal alt und das ist hochaktuelles Material, wenn man sich das mal vorstellt. Und sie sind eben umsonst in diesen Open Data Portalen zu finden. Also Niedersachsen macht das schon. Man muss mal schauen, welche Bundesländer es noch machen. Ich habe jetzt nicht alle kontrolliert, aber diese DOPs, also das sind diese Orthofotos, die kann man dann eben maßstabsgetreu ausdrucken und dann hat man also nicht nur eine topografische Karte 1 zu 25 zum Beispiel, sondern man hat dazu korrelieren sogar auch die Luftbilder dazu, ja, diese Orthofotos. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr mächtiges Navigationsinstrument, weil ich da eben unterschiedliche Informationen habe, eben keine Höhenlinien, aber Bewuchs und der Zustand und Gebäudeinformationen und also jede Menge Zeugs. Ne? So, ja, also, wie gesagt, schaut mal nach diesen Autofotos, die sind ziemlich cool. So, jetzt kommen natürlich viele und sagen, ja, es gibt ja auch Google Maps. Ja, gibt es. Google Maps ist so, dass ich da ein Satellitenfoto habe. Das hat nicht so eine gute Auflösung wie diese Autofotos. Und diese Satellitenfotos von Google Maps sind teilweise über 10 Jahre alt. Ich habe es an einigen Beispielen selber nochmal nachvollzogen. Also ich habe dann zum Beispiel Orte, die ich kenne und bei denen ich weiß, wann ungefähr welche Veränderung stattfand, habe ich dann mal auf Google Maps mir angeguckt. Dann sehe ich auf einmal zum Beispiel, dass da noch gar kein Sandkasten ist, obwohl der schon 5 Jahre da steht. Oder ich sehe einen Baum, der schon seit 10 Jahren nicht mehr da steht und, und. Also es gibt da so die verschiedenen Sachen. Diese Google Maps-Bilder sind, wenn ich es richtig gelesen habe und mich da jetzt richtig dran erinnere, sagen wir so, nicht richtig gelesen, sondern richtig dran erinnere, dann sind die teilweise 10 Jahre alt und man sieht das manchmal noch ganz interessanterweise, dass man zum Beispiel bei berühmten Gebäuden oder so sieht, dass sie noch gebaut werden, ja, obwohl sie schon 4 Jahre jetzt fertig sind oder so. Also solche Sachen. Dementsprechend, diese Satellitenfotos von Google sind gut, sind aber keine Orthofotos. Das heißt, die Navigation mit diesen Satellitenbildern, also wirklich das maßstabsgetreue Arbeiten mit Karte und Kompass, ist damit nicht möglich. Und um sich so ein Bild von der Auflösung zu machen, diese Orthofotos, die sind oftmals so, dass ich teilweise wirklich wenige Zentimeter pro Pixel habe. Ja. Und das ist schon eine gewaltige Auflösung. Also da kann man schon sehr, sehr viel draus erkennen. Gut, also wie gesagt, denkt dran, Google Maps, ja, Satellitenfotos, keine Autofotos, sind nicht entzerrt und maßstabsgetreu. Und dementsprechend könnt ihr die zur Navigation nicht verwenden, so wie ihr das mit Orthofotos machen könnt. So,
Jetzt kommen wir zum anderen Merkmal von Karten und das hatte ich schon mehrmals indirekt eigentlich erwähnt und das ist der Maßstab einer Karte. So ein Maßstab bedeutet, dass ich eben auf der Karte eine Verkleinerung habe, ja, und diese Verkleinerung findet nach einem gewissen Maßstab statt. So, und da gibt es eben typischerweise die 1 zu 10.000, 1 zu 25.000, 1 zu 50.000, 1 zu 100.000 und so weiter Karten. Und was bedeutet das? Die gebräuchlichste Karte für die Navigation im Gelände. Das heißt also wirklich hier querfeldein ist normalerweise die TK25, das heißt also 1 zu 25.000. Das sind auch so die üblichen Karten, die man als topografische Karte bei den Landesvermessungsämtern bekommt und die ein gesunder Kompromiss zwischen das passt auf diese Karte drauf und das ist die Detailtreue dieser Karte. Man kann auch Karten mit 1 zu 5.000 zum Beispiel haben, aber dann hat man sozusagen ein sehr, sehr großes Stück Blatt Papier mit sehr wenig, sagen wir mal, geografischer Ausdehnung draußen. Also, was bedeutet der Maßstab TK25, also 1 zu 25.000? Das bedeutet, dass 1 Zentimeter auf der Karte 250 Meter in der Natur entsprechen. Und dementsprechend sind 4 Zentimeter 1 Kilometer. Das heißt, man hat also ungefähr so ein Stückchen und es ist 1 Kilometer. Darin kann man schon sehr gut Geländeinformationen unterbringen, ohne dass man zu fein wird. Fürs Marschieren sind diese Karten gut, 1 zu 25.000, wenn man also wirklich quer durchs Gelände geht. Wenn man jetzt auf Trails längere Strecken geht oder sich größtenteils über Wege bewegt, dann sind auch Karten mit 1 zu 50.000 durchaus valide. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann ist es irgendwo zwischen 1 zu 50 und 1 zu 100.000 und so weiter und so weiter. Also für uns in der Navigation, also das, was ich jetzt hier erklären möchte, also das heißt, ich bewege mich durchs Gelände kreuz und quer durch jedes Gestrüpp, da nehme ich persönlich immer die Karten 1 zu 25.000, weil ich da auf ein, was sind die, 40 mal 40 Zentimeter oder so, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, auf dieser Größe bekomme ich doch einiges an Quadratkilometern unter und kann so dann mich doch recht lange bewegen, bevor ich einen Kartenwechsel machen muss. So, also dann wäre jetzt als nächstes dran, dass wir uns anschauen, sag mal, wie sieht so eine Karte jetzt wirklich aus, was sind die Elemente da drauf und vor allen Dingen zwei Sachen, die sehr interessant sind, und zwar, wie entnehme ich das Höhenprofil meines Weges, zum Beispiel einer Karte oder ähnliche Sachen. Dafür werde ich wahrscheinlich aber nach Hause gehen und das dort auf einem Tisch machen, weil ich möchte eine sehr nahe und ruhige Aufnahme der Karte haben und auf der Karte das Ganze zeigen. So, also von dem her sehen wir uns wahrscheinlich gleich drin. So, wir haben uns also heute mit den Karten beschäftigt. Wir haben uns angeguckt, was gibt es für verschiedene Typen von Karten und was sind die Eigenschaften und Anforderungen an Karten. Und das war ein relativ theoretischer Teil. Der nächste Teil über Karten wird dann mehr praktischer Natur sein, also wirklich die Kartenarbeit an sich. So, also von dem her erstmal tausend Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass du wieder hier gewesen bist. Dann geht's als nächstes zu dem nächsten Kartenvideo, sodass du da dich dann noch mehr mit der Kartenarbeit dann auseinandersetzen kannst. So, ansonsten kann ich erstmal sagen, tausend Dank fürs Zuschauen. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit du es anschaust, viel Spaß noch oder viel Spaß mit dem nächsten Teil. Und dann, ja, bleib gesund und wir sehen uns.